mit Fabian Willesen. Fachbereich Sport hier bei der Stadtverwaltung. Ehemals, so viel ich weiß, Fabian, guter Fußballer beim FC Singen. Und du warst oder bist sportlicher Leiter beim JFV Singen, also beim Jugendförderverein. Genau. Fabian, also du bist quasi der Zuständige bei der Stadtverwaltung für den Sport. Genau. Seit knapp 3 Jahren bin ich verantwortlich für den Sport hier bei der Stadt Singen. Ja, klasse. Seit gut einem Jahr bin ich Abteilungsleiter für den Bäder und für den Sportbereich. Bäder auch noch, ja. Bäder auch noch, genau. Für das Hallenbad und für das Achbad und habe sozusagen meine Verantwortung für die ganzen sportlichen Angelegenheiten hier im Stadtgebiet von Singen. Ja. Was waren so dieses Jahr die Highlights so im Sportteam? Gut, klar, Turnen, gell, Bundesliga? Turnen natürlich, die sind jetzt auch in der ersten Bundesliga geblieben. Wahnsinn. Ansonsten, die diesjährigen Highlights sind relativ mager gewesen aufgrund von Corona. Aber nichtsdestotrotz hat man eigentlich letztes Jahr schöne Geschichten, hat man eine Parameisterschaft von den Behinderten, ja. Deutsche beziehungsweise auch internationale Sportler waren hier in Singen. Wir hatten einen Bike-Marathon natürlich und dieses Jahr aufgrund von Corona ist natürlich einiges dann ja im Bach runtergegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und für nächstes Jahr plant ihr aber die ganzen Events, oder? Ich meine, ihr müsst ja auch planen, gell? Im nächsten Jahr gehen wir ganz normal davon aus, also wir planen ganz regulär, wie wenn es Corona nicht geben würde. Und von daher gehen wir davon aus, dass dann eigentlich nächstes Jahr wieder ganz normal der Bike-Marathon stattfindet. Okay. Wir würden gerne ein zweites Event auch starten. Durch das, dass ja der Halbmarathon jetzt nicht mehr gibt, haben wir jetzt eigentlich auch schon überlegt, was es für Alternativen gibt und sind jetzt da so in der Findungsphase. Ja, spannend. Du wirst noch nicht viel sagen dürfen. Noch nicht allzu viel, nee. Aber den Halbmarathon wird es definitiv nicht mehr geben. Den Halbmarathon wird es in der Form nicht mehr geben, ja. Schade. Also es war eine schöne Laufveranstaltung, also wie ich es auch mitbekommen habe, hat auch einen großen Anklang gefunden, auch hier in der Bevölkerung, auch im Umland. Aber es gibt mittlerweile einfach viele Konkurrenzveranstaltungen, muss man fairerweise sagen. Und ja, da muss man jetzt vielleicht auch mal mit der Zeit mitgehen, vielleicht was Neues finden, vielleicht was Innovatives, vielleicht was Moderneres. Man wird sehen, aber so wie gesagt, wir sind da ein bisschen in der Findungsphase und schauen mal. Die Laufveranstaltungen haben alle zu kämpfen, gell? Genau. Ja. Also gejoggt, gelaufen wird eigentlich viel, gell? Wird viel, aber es gibt jetzt halt eben viele Konkurrenzveranstaltungen. Ja. Und da ist es halt natürlich dann halt auch schwierig, sich irgendwie hervorzuheben, weil, ja. Ja, wobei der Halbmarathon hier in Singen, der hat lange Zeit so ein Alleinstellungsmerkmal gehabt, gell? Hat ein Alleinstellungsmerkmal gehabt, auf jeden Fall. Also wie ich es jetzt auch mitbekommen habe, eben wo ich jetzt reingewachsen bin in die ganzen Tätigkeiten. Aber man merkt jetzt eben halt auch durch diesen Volksbanklauf, ist halt auch innerhalb von Singen eine gewisse Konkurrenz da. Ja. Ich meine, die machen das richtig gut, muss man fairerweise sagen. Ich meine, wir laufen ja auch manchmal als städtisches Team mit. Aber wie gesagt, es ist halt schwierig, danach dann irgendwie sich herauszunehmen, weil ja, Laufen ist Laufen schlussendlich. Da muss man dann halt schon irgendwie finden, ob man da irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal hinbekommt, dass man sagt, okay, cool, wir kriegen doch irgendwie noch mehr Zuwachs. Und ja, das war jetzt einfach so der Grund. Ja. Und zudem muss man auch fairerweise sagen, ich meine, das ist ja auch so ein riesengroßes Thema hier bei uns, beziehungsweise insgesamt in unserer Gesellschaft, die ehrenamtlichen Helfer. Also ich meine, wir brauchen natürlich auch einen Verein, der uns unterstützt. Mhm. Und wenn es natürlich nicht gegeben ist, dann wird es schwierig sein, so ein Event zu stemmen. Ja, wenn es dann nur bei der Stadtverwaltung hängt, gell, alles. Ja. Ist es schier unmöglich, muss man fairerweise sagen. Ja, und die Ehrenamtlichen brechen immer mehr weg. Genau, ja. Ja. Fabian, jetzt bist du ja auch zuständig für den öffentlichen Raum. Mhm. Also da reden wir jetzt nicht nur von den Sportstätten, die den Verein zur Verfügung stehen, sondern auch einfach Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche, Bolzplätze und genau. So. Wie würdest du sagen, hast du sicher auch Vergleichsdaten zu anderen Städten? Wie sind wir da ausgestattet? Also wir haben eine relativ breite Masse an Bolzplätzen und da sind wir recht gut aufgestellt im Vergleich zu den kommunalen Nachbarn, wo wir hier im Landkreis haben in Konstanz. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt behaupten, das ist jetzt meine persönliche Meinung, könnten wir rein theoretisch ein bisschen innovativer sein. Also moderner. Genau. Es gibt modernere Bewegungsräume. Diese Bolzplätze sind damals so 80er, 90er entstanden, wo Fußball so diese Hochburg war. Da haben Deutschland. Wir richtig viele. Ja. Besser versteckt auch. Deutschland wurde Weltmeister und da dachte man, okay, man muss jetzt vielleicht einfach noch mehr Bolzplätze bauen. Wir haben, glaube ich, knapp über 20 Bolzplätze hier in Singen. Mhm. Die sind querverbeet über die Ortsteile, Kernstadt etc. pp. Ja. Aber mein Wunsch wäre es natürlich schon, und da sind wir eigentlich auch mit den Kollegen dran, dass wir Stück für Stück vielleicht die ein oder anderen Flächen umwidmen und einfach vielleicht moderner machen, dass man vielleicht ein anderes Publikum anzieht, dass das vielleicht auch von der Altersstruktur ein bisschen umstrukturiert wird. Also sprich,
von 0 bis 99 gibt es ja Möglichkeiten. Ich meine, es ist schön, wenn ältere Personen auch Sport machen können. Ja. Ist es toll. Es ist schön, wenn natürlich auch junge Kinder dann irgendwie den Weg zum Sport finden, zur Bewegung. Ja, aber das sind Bewegungsstätten, wo jung und alt, alle Generationen zusammenkommen. Wie jetzt in der Nordstadt dieser kleine Fitnesspark da. Genau. Das sind eigentlich Überlegungen. Also, das darf ich vielleicht schon mal verraten. Es ist eine Überlegung, dass wir im Stadtpark was machen wollen. Super. Und da ist eben eigentlich auch der Wunsch, dass wir sagen, wir möchten eine Bewegungsstätte von 0 bis 99. Ja, genau. Wo sich eigentlich alle, ja, jetzt wird man sehen, ob man so alt wird. Nein, Spaß beiseite. Das ist eigentlich der Wunsch, dass denn eben Familie mit kleinen Kindern, dass vielleicht sogar Oma, Opa dabei ist, Tante, Mutter, Kind, alle einfach im Prinzip einen Platz haben, wo sie sich bewegen können und Spaß haben. Wir haben ja seit einigen Jahren, du bist ja inzwischen auch mit dabei, so einen Stadtplan für Jugendliche mit den Aufenthaltsmöglichkeiten, jetzt nicht nur zum Sport machen oder zum Chillen und so weiter. Genau. Places to Stay, das blenden wir gleich ein. Da wäre das natürlich auch toll, gell? Wenn dann, wie du sagst, innovative Sportstätten da eingerichtet würden. Ja. Also wir haben jetzt auch, das ist ja eigentlich auch schon fix, beziehungsweise das weißt du wahrscheinlich sicherlich auch, wir haben ja in der Südstadt jetzt dieses DFB-Spielfeld, wo kommen wird, 2021. Ja. Und da soll ja eigentlich auch ein Places to Stay gekoppelt werden, weil es halt auch eigentlich eine tolle Geschichte ist. Dort, wo Kinder auch Sport machen, vielleicht auch ein bisschen abchillen können, abhängen. Und ich finde, es gibt nichts Besseres für Jugendliche, wieso diese Geschichte, was hier in Sinn gefahren wird. Und von daher finde ich das eigentlich echt eine geile Sache. Wie sieht es mit Vandalismus aus, gerade bei solchen Plätzen dann? Das ist leider Gottes ein großes Problem aus meiner Sicht. Wir haben eine Stätte oben in der Nordstadt. Das DFB-Spielfeld, das wurde vor 2 Jahren extrem beschädigt. Das ist halt so ein Punkt, wo ich dann halt auch sage, eben, Gott sei Dank gibt es diese Places to Stay, dass sie sich vielleicht gegenseitig kontrollieren, die Jugendlichen. Wenn die natürlich nur alleine dort auf diesen Flächen sind, ist es natürlich schon recht nah, dass sie vielleicht irgendwie Quatsch machen oder dass irgendwelche Chaoten dorthin gehen. Aber ja, der Vandalismus ist natürlich omnipräsent, muss man leider sagen, und ist halt immer wieder schade, dass man dann halt sagt, okay, die, wo gerne auf Sport treiben möchten, dass die nachher dann die Leidtragenden sind, nur weil es halt ein paar Chaoten gibt, wo nachher dann, diese schönen Flächen einfach zerstören. Ja. Wir hatten ja vor 3 Wochen den David Falder zum Thema Rassismus. Und er ist ja auch im Sportförderverein, ne? Genau. Er kümmert sich da um die Jugend. Und er hat auch gesagt, Sport und speziell Fußball ist kann man gar nicht mehr wegdenken, wenn es um das Thema Integration geht und so weiter. Ne? Das ist einfach wichtig. Also wie gesagt, dass ich im Jugendförderverein auch selber bin, ich bin einfach fußballaffin, man sieht einfach, dass halt Sport verbindet, es ist einfach so. Und dass die Kinder, egal aus welchen gesellschaftlichen Strukturen sie kommen, welche Hautfarbe sie haben, spielt keine Rolle, weil man sieht einfach schlussendlich, wenn die Kinder zusammen Sport treiben, wenn sie Spaß haben und lachen, gibt es für mich eigentlich nichts Schöneres, weil man sieht dann einfach, es ist egal, woher man kommt, die Kinder verbindet irgendetwas und das ist nachher dann schlussendlich dann der Sport. Ob das jetzt nachher dann der Fußball ist. Ohne, dass man die gleiche Sprache spricht. Genau. Da geht was in Gang, ohne dass man viel miteinander sich unterhalten muss. Ja, das ist natürlich klasse, ja. Und gut, Hallenbad ist immer ein Thema. Ja, das Hallenbad ist jetzt zu aktuell. Schwimmsport auch in Singen, gell? Genau, wir haben einen relativ erfolgreichen Schwimmverein, die Schwimmsportfreunde. Ja. Die haben richtig gute Sportler. Seit Jahren, Jahrzehnten fast schon. Genau, die schwimmen eigentlich, also die haben immer einen guten Kader, sagen wir es mal so rum, wo um die deutschen Meisterschaften mitschwimmen. Also die sind richtig gut, haben jetzt auch einen hauptamtlichen Trainer. Und leider Gottes aktuell können sie nicht trainieren. Es findet nur Schulsport da statt, also sprich Schulschwimmen in einem Hallenbad. Und ach, das findet nur statt? Das findet noch statt. Das findet noch statt. Weil ich wundere mich immer, da brennt immer Licht. Schulsport. Schulsport findet nur statt, die dürfen nur schwimmen. Okay. Selbe ist ja auch in der Halle, aber Vereinssport ist aktuell einfach nicht erlaubt. Ja. Und deswegen können jetzt auch die Schwimmer vom SSF leider nicht trainieren. Ja. Aber das betrifft natürlich alle. Ja. Da gibt es witzige Videos auf YouTube und so weiter, wie man Schwimmtraining machen kann ohne Wasser. Muss man reingucken, das sieht total witzig aus. Also, mache ich das noch einmal. Also total witzig. Jetzt haben wir, du hast den Flyer vor dir liegen. Ja. Wir hatten im Winter vor 2 Jahren, glaube ich, gab es so ein Vorkommnis in der Scheffelhalle an einem Turnier, wo es zu einer Schlägerei kam. Und wir haben ja dann dieses Projekt hier ins Leben gerufen, also Fair Play auf allen Fußballplätzen.
Wie sieht es da im Moment aus? Gut, du hast ja gesagt, es haben wenig Spiele stattgefunden, ja. Aber es ist immer so ein Thema, gell? Wenn dann das Blut überkocht während dem Spiel, ja, dass es dann zu Problemen kommt. Gell? Wir hatten ja in der Zeit eigentlich auch relativ schnell den Kontakt gefunden und Verein, ja. Genau, und hatten ja dann auch diesen Termin. Ja. Mit den Vereinen auch, um da mal irgendwie zu verdeutlichen, ja, worum es eigentlich geht im Sport. Es geht darum, natürlich zum einen Spaß zu haben, zum anderen gibt es natürlich auch einen Leistungsgedanke, aber nichtsdestotrotz steht über allem die Fairness. Ja. Und da haben wir eigentlich, beziehungsweise dank deiner Unterstützung, eine richtig coole Geschichte eigentlich auf die Beine bekommen. Du hast dich ja mit den Vereinen zusammengeschlossen, habt ihr auch diese Banner gemacht, wo es an allen Sportplätzen eigentlich auch hängen. Ich muss sagen, seit dieser Geschichte ist es natürlich schon präsenter geworden bei den Vereinen. Ja. Man merkt auch ein gewisses Umdenken. Ja, super. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer mal wieder Hitzköpfe, aber für mein Empfinden her ist es eigentlich schon so geworden, dass sich eigentlich die Leute bewusster sind und klarer, worum es eigentlich geht im Sport. Ja, und das war eigentlich schon eine tolle Geschichte und ich finde es immer noch geil, eigentlich die Banner da zu sehen, weil ja, ist jetzt, glaube ich, auch so, wenn ich jetzt so über den Tellerrand hinausschaue, glaube auch ein Alleinstellungsmerkmal für Singen. Sonst habe ich das, glaube ich, noch nirgends gesehen, dass es da eigentlich sowas gibt. Ich blende den Flyer auch gleich noch ein, dass die Leute es lesen können. Lasst uns spielen und Spaß haben. Das ist praktisch an die Erwachsenen gerichtet, weil oft kommt ja gerade bei den Kindern und in der Jugendarbeit, kommt ja oft die Aggression von außen rein. Genau, die Kinder, genau. Oder beziehungsweise das Außen um die Eltern miteinander streiten, sich das dann überträgt auf den Sportplatz. Das ist wahrscheinlich auch schon oft erlebt. Das Problem ist, dass die Eltern manchmal emotionaler sind als die Kinder und ehrgeiziger. Ja, genau, und engagierter und ehrgeiziger. Ja. Und so wie du es jetzt richtig sagst, das überträgt sich dann leider Gottes dann auch aufs Spielfeld. Ja. Manchmal vielleicht unbegründet. Ja, genau. Auf dem Spielfeld ist eigentlich alles ganz, ganz cool und ohne Probleme. Aber wenn natürlich dann von außen irgendeiner dann nachher. Ja. Dann stehen da wahrscheinlich Väter, die sich schon als Jugendliche auf die Haxen kauen haben, dann spielen die Söhne gegeneinander. Wahrscheinlich so. Wahrscheinlich wieder alte Geschichten. So ungefähr. Nein, so ungefähr. Das ist lustig, aber gut. Ja, das nee. Bleibt ja immer noch im Rahmen, aber das war dann notwendig. Genau, also wie gesagt, die Aktion ist eigentlich echt gut angekommen. Ja. Die Vereine haben da super mitgemacht mit dir. Also großes Lob nochmal von meiner Seite auch aus. Und so wie du es gesagt hast, es stimmt schon, von außen kommt manchmal einfach unnötige Emotionen rein und das überträgt sich dann nachher und ja, kann dann nachher zu einem Pulverfass werden. Eine Sache muss ich noch ansprechen, Fabian, weil du vorhin von innovativen Sportmöglichkeiten gesprochen hast. Ich träume immer noch von einer Welle im Stadtgarten, also auf der A. Also so, ich kenne es von Salzburg auf dem Eiskanal und in München gibt es ja auch auf Isar, wo man praktisch surfen kann. Mhm. Und ich habe das so erlebt, dass da die Jungen, aber auch Ältere, da surfen, die kommen da an, im Winter selbst, wenn viel Wasser ist, dann kann man das ja steuern durch irgendeinen Kanal. Und die älteren Leute, die spazieren, die bleiben da stehen und das ist ein Treffpunkt. Ja. Und man staunt und guckt, wie die da auf dieser Welle surfen. Hier bei uns in der Region wäre das nichts. Es wäre sicherlich was Interessantes und was Cooles. Also, ein bisschen Hawaii in den Stadtgarten holen. Also was Besonderes wäre es auf jeden Fall für Singen, beziehungsweise hier für die Umgebung, aber wahrscheinlich schwierig umzusetzen. Ich meine, heutzutage, wir leben in Deutschland, also ein bürokratisches Land und gut, Naturschutz kommt dann. Genau, ja. Da sind schon viele Aspekte, wo man da beachten muss, leider. Also keine Pläne in der Schublade. Ich habe leider keine Pläne. Du nimmst ja mit heute. Ich wäre gern dabei, aber nein, wie gesagt, ist sicherlich eine geile Idee, aber wird wahrscheinlich schwierig sein, es umzusetzen. Ja, praktisch vom Skaterpark, vom Skateboard aufs Surfboard. Surfbrett, genau. Das war genial. Ja. Nein, so wie du sagst, also ich meine, auch unten an der Münchried-Turnhalle bei dem Skaterpark, ich denke, seit der jetzt eigentlich da aus dem Boden gestampft wurde, eine mega Geschichte. Super. Also durch da auch jetzt, dass das Flutlicht da mittlerweile gibt, also diese Abendbeleuchtung. Also ich glaube, für Jugendliche, die wo da skaten möchten, mit den Inliner unterwegs sind, Skateboard, wie auch immer. Ja. Ich denke, was Besseres gibt es eigentlich gar nicht. Stimmt. Man stört niemanden da unten, man hat Licht. Man hat jetzt mittlerweile durch die Kollegen von Kinder- und Jugendarbeit auch diesen Bauwagen, wo man sich auch aufhalten kann. Also ich glaube, ist eine richtig tolle Geschichte da unten. Super. Ja. Fabian, jetzt sind wir gespannt, was kommt in Zukunft, welche Sportstätten noch eröffnen, wie es mit dem Hallenbad weitergeht und so weiter und so fort. Wird spannend. Dann lade ich dann wieder mal ein. Vielen Dank. Danke, Fabian. Ja, ich glaube, das war das letzte Video in diesem Jahr. Wir verabschieden uns ins neue Jahr dann, beziehungsweise da sehen wir uns dann wieder 2021. Bis dahin, alles Gute.
frohe Weihnachten. Dir auch. Frohe Weihnachten, ja.